Hey, yo, together. Ja, nein, StarCraft kommt später. Hey, yo, zusammen und herzlich willkommen zu Let's Play der Herr der Ringe, die Schlacht mit Mittelerde 2, Aufstieg des Hexenkönigs, Ringkrieg mit Isengard, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ja, StarCraft muss ich nämlich auch noch aufnehmen. Das kommt aber später. Nicht so früh am Morgen. Dann kann ich mich nämlich nicht ganz so gut konzentrieren. Jetzt, haha, umschalten nicht vergessen. Und nachschauen, ob auch mit der Aufnahme alles passt, weil keine Lust, alles nochmal aufzunehmen. Diese 10 Sekunden müssen sein. Bascht, 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 bascht. Gut. Das ist immer ganz, ganz wichtig. So, wir haben noch Schlachten übrig. Der Vergangenheits-Alex hat schon wieder irgendwann mir Schlachten übrig gelassen, weil er keinen Bock mehr hatte. Das kenne ich schon. Jo, wo kämpfen wir? Geh mal da rein. Das wird lustig. Mit Charku gegen zwei Leute und go. Mir sitzt immer noch die Niederlage von Minas Morhol im Nacken. Tat weh. Ob die Reiter es getan hätten, weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Mehr mit Katapulten arbeiten, ja. Langsamer reingehen, ja. Beziehungsweise nicht alles auf einmal reinschieben. Und eventuell hätte ich ihn irgendwann besiegt. Nächstes Mal probier es mit Mordor. Die haben zwar keine starken Truppen, aber die haben Katapulte. Und das Schöne da ist, die Katapulte kosten nicht viel. Das heißt, sie haben wirklich sehr wenige also sehr wenig Kosten. Ich weiß nur nicht, wie stark die Katapulte der von Mordor gegen die von den Zwergen sind. Keine Ahnung. Aber ich kann sie wirklich spammen bis zum geht nicht mehr. Und der Schaden müsste annehmbar sein. Vielleicht kann mir mal jemand sagen, was die Dings machen. Oh, das muss ich mal leiser stellen hier. Bei den Katapulten kann man ja auf die Totenschädel umswitchen. Ich weiß nicht, was das macht. Ich habe keine Ahnung. Es kann sein, dass es Furcht verbreitet, dass die Einheiten auseinandergehen. Das weiß ich aber nicht mit Sicherheit. Habe ich auch nie ausprobiert. Ich weiß nur, es macht keinen Schaden, also es ist nutzlos. Allerdings, wenn es zum Beispiel dafür sorgen würde, dass die Leute die Bogenschützen oder auch die Katapulte oder beides von den Mauern abhauen, weil sie Angst haben, dann wäre das schon ziemlich praktisch. Ne? Aber das sind dann so Dinge, die man sehen muss. Das weiß ich jetzt alles natürlich nicht. So, Wargbau. Dass der Scharko mal wieder Warge bauen darf. Das wäre auch sehr nett. Und hier rennen wir jetzt einfach nur durch und das war's. Ja, der böse Feind. Oh, das ist allerdings böse. Obwohl, das ist sehr wichtig, das brauche ich. So. Ja, wie immer halt. Ja, wie immer. Wie immer halt. Schon wieder. Also irgendwann sollten die damit mal aufhören mit diesem Gebäudestädeln. Das nervt. Oh, eine Schmiede haben sie auch. Sehr interessant. Na, schafft's das? Natürlich nicht. So, es hieß, die Waage sind sehr nützlich. Das sehen wir gleich. So. Ja, die greifen die ganze Zeit nonstop an. Aber das können sie auch. Dürfen sie auch, interessiert mich. So, Wargreiter. Sehr schön. Hoffentlich stirbt Sharku nicht. Das wäre sehr traurig. Stellen wir mal auf Defensiv. Dann lassen wir ihm was futtern. So. Wir müssen verhindern, dass sie das Gebäude einnehmen.
Das braucht aber lang zum Ausbilden dafür, dass ich das auf Stufe 3 habe. Muss ich schon mal sagen, das gefällt mir jetzt gar nicht. Die Schmiede zerstören wir aber, das ist gut. Ja, der zerstört mir alles, ich sehe schon. Sauerei. Na, überlebt das? Mit Sicherheit nicht. Das stirbt jetzt. Sehr schlecht, ihr Sharku. Sehr schlecht. Sehr schlecht. Aber na gut. Ja, ja. Sollen sie machen, interessiert mich nicht. So. Na, schaut's. Wenn man da nicht reinrennt wie so ein Blödkopf, dann geht das schon. So. Was müssen wir hier noch bauen? Schmelzöfen. Die haben sie nämlich zerstört. In ihrer grenzenlosen Wut. Ja, das hoffe ich doch mal. Oh! Nein, 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 nein. So machen wir das nicht. Ich finde das gerade eigentlich sehr interessant, wie das hier läuft. Hm? Also das läuft schon irgendwie. Muss es ja auch. Na, sind ja meine Truppen. Na, der bildet gut aus. Na, ja, den Baumeister hat die schon gern vernichtet. Schaffen wir aber nicht. Macht nix, ich mach hier einfach weiter. Ne? Immer Waage raus spammen und irgendwann wird das schon werden. Da oben greifen wir an. So. Das. Irgendwo stirbt jetzt ein Baumeister. So. Ja, mal schauen. Ja, die machen so einiges, was sie nicht tun sollen. So, wenn man hier langsam reingeht, dann sterben die nicht sofort. Das ist nämlich das Schöne. So. Also man kann sich schon gegen Lanzenträger stellen. Es ist halt dämlich, das ist klar. Aber theoretisch ist es machbar. Sau dämlich, wie gesagt, aber theoretisch machbar. So, der stirbt, der stirbt, der stirbt. Die Festung muss halt fallen, das ist wichtig. Ach, Quatsch nicht. Ist noch einer. Jetzt habe ich dann natürlich langsam Probleme. Wenn noch ein Baumeister fällt, dann ist böse. Na, dann ist wirklich böse. Ja. Ja, die Waage, die halten gut was aus. Die sind gar nicht so dämlich. Sich da durchzufriemeln. Weiß ja, ob das so eine kluge Idee war. Ich mag das, einfach nur Waage spammen. Scheint zu funktionieren. Obwohl ich hier oben echt mal das Zeug hier wegmachen muss. Das geht ja mal gar nicht. Also der macht hier schon viel bösen Schaden, ne? Das gefällt mir natürlich nicht.
halten. So, wenn man da von hinten durchrennt, dann geht das schon. Ist nicht klug, nein, aber es geht. Das ist machbar. Und das verloren haben wir das noch lange nicht. Also, das sieht der Gegner gleich, was hier verloren ist und was nicht. Allerdings möchte ich mir den Turm wiederholen. Hallo? Die Ware reagiert nicht. Ach, jetzt. So. Leider habe ich die Festung nicht zerstören können. Nächstes Mal. Nächstes Mal. Ganz bestimmt. So. Wo haben sie denn noch was? Ja, hier, komm. So. Einfach immer schön rein. Jetzt kann ich mir eine Festung leisten, das tue ich auch. Die kommt dann hier irgendwie hin, theoretisch. Doch, das ging gerade. Jetzt macht er die Dinger. Und Ritter von Dol Amroth. Ha! Nice. Du sollst hier sowas machen. Mit so einem Schwachsinn. Tschüss, Baumeister. Der wird schon noch aufgeben, die KI. Sicherheit sogar. Irgendwann muss er, ja. Wölfe, Warge, was sind's jetzt? Das ist die ganz große Frage. Ne? Schaffen wir die Festung? Nö, nö, wir können da schon reingehen, ne? Wir gehen da jetzt rein. So. Hier gibt's Geld. Und hier gibt's Geld. Scheint ja gut zu funktionieren mit den Wargen only. Gefällt mir. Gefällt mir sehr gut. Ja, dürfen sie, aber wenn sie jetzt keine Baumeister haben, sind sie gleich tot. Dann sterben die alle einfach weg. Einfach so. Ja, weg sind sie. Ganz einfach. Muss eigentlich nur noch die Kaserne vernichten und das war's. Mehr hat er nicht. Und dann habe ich nur mit Wargen gewonnen. Gegen Menschen wird das nie funktionieren, außer sie haben keine Ahnung von Lanzenträgern. Na, aber jetzt schaut's mal. So ist es, ne? Ich renne jetzt hier. Hier hinten rein. Boom. Und da sterben zwei, drei Stück, aber das war's. Und da kann man dann guten Schaden reindrücken. Ne? Alter. Oh, Enz. Ha! Jetzt zerlegt er mir da alles. Nice. Schauen wir mal, wie gut sich die Ents gegen den Drachen schlagen. Wann, wo habt ihr das schon mal gesehen? So, die Ents sterben schon sowieso. Aber der jetzt. So, Enz brennt. Sehr schön. Sehr schön. Aber die Festung haben sie fast ganz zerlegt. Schaut euch das an. Das ist... GG ist das. Ende. 10.000 Geld am Ende. Boom. Piece of Cake. Das war jetzt wirklich geschenkt. So, Ware behalten wir natürlich, auch wenn ich sie mir nicht leisten kann. Spielt keine Rolle. Dudum. So, wo geht's als nächstes hin? Erebor oder Düsterwald? Ich glaube, ich greife als nächstes den Düsterwald an. Da schauen wir jetzt mal. Ja, das müsste gehen. Den müsste ich noch hinkriegen in Düsterwald. Echtzeit. Oh, der hat viele... okay. Der hat sehr viele Dings, Leute. Reiter. Spinnenreiter. Das Gute ist,
Die KI ist dämlich und benutzt immer nur den Bogen, Dings. Die Bogenschützen. Sind nicht schlecht, die Spinnreiter mit Bogenschützen. Eine schöne Reichweite, keine Frage. Aber in dem Fall wäre Überreiten mit Speeren besser. Tja. Ich renne jetzt einfach in die Mitte und töte alles. Fertig. Obwohl das natürlich eine sehr dumme Taktik ist. Deswegen wir das nicht tun werden. So. Jetzt verteilen wir uns, dann machen wir es ihm nämlich ein bisschen schwieriger. Ich weiß, was das Beste ist. Ja, das Beste für dich. Ja. Nicht das Beste für mich. So, ich mache jetzt Geld, Geld, Geld. Mit Sägewerken. Hier kann man wirklich Sägewerke bis zum geht nicht mehr bauen. In dem Wald. Da bauen wir jetzt Sägewerke. Ja, den hole ich mir auch. Hallo, Vorposten. Mal sehen, ob er am Gift stirbt. Sieht ja nicht so geil aus, ne? Ich hätte nicht gedacht, dass der hier alles ausgerüstet hat. Scheinbar ist das aber der Fall, tja. Den Vorposten hätte ich auch gern, kriege ich aber nicht. Kann ich volle Kanne vergessen. Ja, wenn ich Uruks züchten könnte. Irgendwie habe ich noch zu viele Leute. Der heilt sich während der... LOL. Aber gefällt mir. Ich lasse ihn jetzt einfach durchlaufen. Das ist ziemlich egal. Mist. So, machen wir mal ein paar Berserker. Die sind nie schlecht. So. Ach, kein Geld mehr. Super. Warum? Wieso? Ja, ich hätte schon noch ein bisschen Geld gerne. Achso, ich habe ja alles liegen lassen. Auch dämlich, Geld liegen zu lassen. Ist nie klug. Ah, manchmal ist es klug, aber... In dem Fall könnte ich es halt echt brauchen. So. Ja, dann bauen wir halt da hin. Es ist mir egal, was ihr tut. Ja. Oh, beide? Ja, das tut weh. Das tut jetzt natürlich weh. Uncool. Sollte er aber können. Ja, ich merk's schon. Ich merk's. Das gefällt mir nicht. Schauen wir mal, ob ich das hier noch irgendwie retten kann. Schaut ja derzeit doch ein bisschen wild aus. Ist halt teuer, aber den Baumeister darf ich nicht verlieren. Das ist nämlich tatsächlich der letzte, den ich habe, so wie es ausschaut.
ne? Oh, ein Troll? Aha. Immer schön weiterbauen. Ja, die greifen so einiges an. Leider. So, vielleicht überlebt der Baumeister? Nee. Jetzt geht nichts mehr. Na. Ja, Truppen gehen nicht. Jetzt ist Ende mit Truppen. Ha! Noob! Hat all die schön ausgerüsteten Truppen verkackt. Tja. So ist das nun mal. Wenn man schlecht spielt, verliert man. Meistens. So. Kurze Pause. Geht in der nächsten Episode wieder weiter. Macht's gut. Bis gleich. Hey yo und vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Wenn ihr mich unterstützen wollt, klickt einfach auf den Daumen rauf Button. Habt ihr irgendwelche Wünsche, Feedback oder Vorschläge? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ihr könnt außerdem meinen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ich wünsche euch einen wunderschönen und stressfreien Tag. Macht's gut.